Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zurück zum Job Simulator. Ich bin der Drachenbursche. Wir haben letztes Mal hier den Gummichef gemacht. Dieses Mal werden wir etwas anderes machen. Wir werden die letzte Aufgabe machen, die wir noch haben. Den letzten Job, den wir noch in diesem Spiel bestreiten können, nachdem wir die anderen alle auf 100% gemacht haben, meines Wissens. Oder? Ja, die anderen dürfen wir alle auf 100% gemacht haben. Machen wir diesmal den Automechaniker. Get under the hood and get your hands dirty in our simulated mechanics shop. Wir machen uns die Hände dreckig, wie er gesagt hat. Also los, Energie! Und da sind wir auch schon. Hello, human. This is an accurate simulation of auto mechanic. Take a look at this board for instructions. Schön, wir können hier auf jeden Fall die Autos schon mal einfärben und wir können Musik machen. Machen wir erstmal Musik an, oder? So. Musik ist an. Oder? Ah, so machen wir Musik an. Können auch den Radiosender wechseln, glaube ich. Da ist Talk, da ist Labern. Da reden ist noch mehr Labern. Das klingt doch gut, oder? So ein bisschen Musik, im Hintergrund ein bisschen Musik. So, klingt für mich gut. Dann können wir anfangen hier. Wir können hier an der Kette ziehen. Passiert irgendwas, wenn wir hier an der Kette ziehen? Ah, da können wir vorne aufmachen. Sehr gut. Ah, und so können wir uns da neue Kunden auf jeden Fall ranschaffen, indem wir hier vorne aufmachen. Die fahren dann wahrscheinlich rein. Sehr cool. Ich bin gespannt. So, da hinten ist auch unser Kollege. Servus. Warum haben wir hier scharfe Soße? Oh. Ich war jetzt gerade ein bisschen schockiert, weil das Auto plötzlich vor mir stand. Irgendwie von diesen Leveln, die wir bisher gemacht haben, ist das das Level, wo es irgendwie der 3D-Effekt am krassesten funktioniert. Also wo man wirklich die Immersion am krassesten ist, wo man echt denkt, man ist wirklich im Spiel drin. Hier gibt es natürlich auch wieder jede Menge Sachen, die wir hier einbauen können in die Autos oder so weiter. Und ich würde sagen, wir machen erstmal den Kofferraum auf, weil das sollen wir tun. This spot just needs a little fluid. No problem. Ich finde es sehr schön, dass die Kartoffel hier eingesteckt ist. Super Sache. Können wir die Kartoffel irgendwo... Haben wir noch irgendwo eine Steckdose oder so, wo wir die Kartoffel... Ups, da haut mir meine Hand ab. Wo wir die Kartoffel reintun können, das wäre natürlich super. Ornamentifier, okay. Wir tun mal die Kartoffel rein und gucken, was passiert. Bin gespannt. Bestimmt nur Gutes. Ups. Einmal wieder aufmachen. Ah, okay. Ja, die Kartoffel sieht auf jeden Fall besser aus so. Die fährt nicht mehr weg. So, wir sollen hier Benzin reintun. Also rein damit. Achso, wir können da alles mögliche reintun. Ja, viel lustiger. Dann tun wir doch scharfe Soße rein. Hier. Ein bisschen scharfe Soße. Das hilft bestimmt, damit fährt das Auto. Okay, wir sollen hier eine neue Power-Dings einbauen. Dazu kommen natürlich also eine neue Power-Energiequelle. Energiequelle, genau. Energiequelle ist das Wort. Eine richtig neue Energiequelle einbauen. Also raus mit der Kartoffel in den Mülleimer. Auf den ersten Versuch. Ha? Auf den ersten Versuch. Manchmal treffe ich doch. Und wir sollen etwas Neues einbauen. Hm, ich finde so ein Atomkern hier, das sieht gut aus. Das braucht er. Damit fährt das Auto sehr lange. Well done. That's looking very car. Press the button to drop it back down when you're finished. Gesundes. Was ist das hier? Ich kann da auch die Dinge irgendwie rausnehmen. Okay. Nehmen wir einfach alles raus. Machen das Auto komplett kaputt, würde ich sagen. Können wir noch irgendwas begrapschen hier? Oh, den können wir auch raustun. Hier, den Kern. Den können wir gegen den Blumentopf austauschen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Oder? Wenn den Blumentopf da... Der Blumentopf muss doch da eigentlich reingehen, oder? Ach nee, der Blumentopf ist dafür. Ach, man kann Blumentopf als Energie verwenden, okay. Nehmen wir die hier. schön unterschiedliche nehmen. Können wir den Blumentopf nicht da machen? Ich würde den Blumentopf gerne noch verwenden, aber ich glaube, den kann man echt nur dafür verwenden. Ach, das ist der Luftfilter, ist das hier gewesen, okay. Luftfilter haben wir aber sonst keine anderen. Da haben wir noch andere Lichter theoretisch. Also die Lichter kann man, wenn man Bock hat, auch austauschen. Der braucht hier so coole schwarze Lichter, oder? Aber zwei verschiedene natürlich. Nicht, dass er hier aus Versehen dieselben Lichter hat. So. Also wir tun hier natürlich alles. Jobbot ist übrigens das Auto hier, also vom Jobbot. Nummernschild wird überbewertet. Brauchen wir nicht. Ah, verdammt, ich hab gedacht, ich treffe. Ohne No-Look, das wäre es gewesen. Ach komm, die tun wir raus. Brauchen wir nicht. Fährt bestimmt auch so die Karre. Hoffe ich mal. Kann man hier noch irgendwas machen? Ah, Öl wahrscheinlich mehr. Ja. Okay. Sieht auf jeden Fall gesund aus. Sollen wir noch irgendwas reinkippen oder gehen wir davon aus, dass die Karre jetzt eh kaputt ist? Ich weiß es nicht. Schauen wir nochmal kurz zu den Flüssigkeiten, was wir da noch theoretisch hätten, um da reinzukippen. Haben wir da unten noch Headlight. Okay, das sind alle möglichen Farbsachen sind das. Okay, so Energy Drink. Der, damit fährt das... Ah, den mussten wir ja schütteln, gell? War das nicht so, dass wir ihn schütteln mussten erst? Da können wir ihn aufmachen und dann können wir das Zeug hier reinkippen. Wie gesagt, damit fährt die Karre bestimmt noch besser. Oder? Schauen wir mal noch kurz. Ja. Schaut gut aus. Sollte fahren, denke ich. Hier können wir auch noch ein bisschen was reinkippen. Damit fährt die Karre bestimmt noch besser. Und Drop Car, jetzt sollen wir das Auto wieder runterlassen. So, runter, damit du wieder fahren kannst.
Make sure you bill the customer for the use of your highly valuable time. Okay, wir sollen jetzt auch noch hier abrechnen. Einmal Rechnung ausdrucken. Okay, 3.416 Dollar. Ja, Schnäppchen würde ich sagen, aber Auto reparieren ist glaube ich auch ziemlich teuer. Deswegen bin ich auch froh, dass ich kein Auto habe. Oh, auch kein Auto. Thank you, human. I'll get this taken care of right away. Na dann, gute Fahrt. Very good, human, but we're just getting started. The world of auto mechanic has so much more to offer. Also schön, mich wundert, dass die Karre überhaupt fährt, nachdem was wir da alles reingeschmissen haben. Kann eigentlich gar nicht mehr fahren. Egal, wir holen uns den nächsten Kunden. Mal schauen, was der Schönes für uns hat. Das hier ist wahrscheinlich so Eiszeug für die Windschutzscheibe, Enteiser. Human, I've got this coupon for a Sleazebot special, whatever that is. Says that there's a discount, so hurry up and take care of my car. Get a move on. Okay, wir hat anscheinend einen Gutschein. Over here, I'm Sleazebot, the owner of this fine establishment. Now this bot's got a coupon, so let's take real good care of him by sabotaging that car and making him come back later for more work. Okay, wir sollen so... wir können das Auto sogar drehen hier. Ah, cool. Cool, kann man auch irgendwas drücken? Ah, kann man die Klimaanlage kann man da anmachen. Okay. Können wir was in die Klimaanlage reinkippen? Das ist doch bestimmt auch super, was in die Klimaanlage reinzukippen, oder? Boah, das geht wieder nicht. Können wir da auch irgendwie das Auto... können wir sogar hier am Lenkrad drehen, wenn wir da Bock drauf haben. Oder wir hängen ihm hier so schön irgendwas da noch Schönes hin. Aber da haben wir eigentlich... Oder haben wir... wir haben ja eh so viele Sachen hier. Schauen wir bei Dekor vielleicht, Dekor. Dass wir da irgendwas Schönes dranhängen können. Ach, so ein... Oder Bot Vegas. Was ist das denn Schönes? Kaffee. Ja, Kaffee ist bestimmt gut. Den hängen wir ihm da direkt dran. Da bedankt er sich bestimmt. Also so ein schönes Kaffeeteil, das würde ich auch sofort in mein Auto hängen. Da hast du immer den Kaffeeduft in deinem Auto. Also bitte. So, weiter drehen. Wir fahren noch ein bisschen weiter. Diese Fahne da hinten finde ich hässlich, aber wir können sie leider trotzdem nicht runter tun. Können wir ihm vielleicht die Reifen oder so ein bisschen Luft rauslassen. Ups, wir haben... Er hat gerade einen Reifen verloren. Er hat einen Reifen verloren. Wie schlimm. So. Da können wir die Lampen können wir diesmal hier nicht rausmachen, aber den Motor, hinten die Haube können wir aufmachen. Da können wir ihm noch irgendwas reintun. Da unten sind theoretisch auch noch. Okay. Leistens sind natürlich die. Na egal, wir tun ihm erstmal da hinten noch so ein. Was ist das hier? Kein. Ey! Frechheit. Genau, na, die sollen wir wahrscheinlich vorne normalerweise reinstellen, aber irgendwie darf ich die nicht nehmen, warum auch immer. Schmeißen wir noch so eine. Frisbee-Scheibe rein, damit ist er bestimmt auch glücklich, denke ich mal. Können wir den auch paint? Oh, wir färben die ganze Karre so in richtig schön, in richtig schön rosa, oder? Da freut er sich bestimmt. Oder so, rosa. Schaut doch gut aus. Da, einmal painten bitte. Da kommt die Farbe. Ja, wunderschön, oder? So, können wir die Reifen hier. Okay, wir können die Reifen, können wir die Luft rauslassen, sie dann wieder dran tun, oder? Ah ne, die pumpen sich dann von der selben. Nö, dann lassen wir die hinteren Reifen einfach. Schon wieder daneben gebrochen. Dann tun wir die hinteren Reifen mal weg. Können wir Hupe? Ja, wir können die Hupe betätigen. Sehr gut. Ich wollte schon immer mal hier im Auto hupen. Kann man da noch irgendwas machen? Okay, das können wir den Rückwärtsgang einschalten. Dann überfährt er uns gleich mal, wenn er losfährt. Das ist bestimmt auch eine prima Idee. Aber man hat vorhin nicht so viel davon gegeben. Oder komm, wir tun ihm alle Reifen weg. Wer braucht schon Reifen? Scheibe können wir nicht irgendwie abbauen? Nee. Dann sind wir wieder vorne angelangt. Ich glaube, er ist bestimmt begeistert von dem, was wir mit seinem Auto gemacht haben. Genau, er kriegt noch ein neues Nummernschild. Das brauchen wir noch. Ein neues Nummernschild, was haben wir denn hier? Ist Stoffjob oder... sind eigentlich alle nicht so cool, oder? Weiß es nicht. Jobs E. Ach komm, kriegt er das da drauf. Wunderbar, wunderbar. Eigentlich müssen wir hier noch in den Motor reinschauen, genau. Okay, Pistons in the engine. Don't need those. So, Energie. Kriegt er auch wieder irgendwas Schönes. Dabei Parts war das gleich mit dabei. Die ganzen Sachen, die da drin waren. Da machen wir auch die machen wir wieder raus. Tun das Zeug mal aus. Recombobulate the thing there. How about my headlight fluid? How's that looking? Yeah, I know about cars. Headlight fluid. You name it, we got it. Get this bot some headlight fluid, human. Das ist auch eine geile Batterie, oder? Oder was ist das? Was ist das denn für eine Batterie? Original Kaffee. Also wenn es mit Kaffee nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. So, Kaffee, also die Batterie ist auf jeden Fall drin im Auto. Hier brauchen wir noch irgendwie Schmierstoff, dann tun wir da am besten noch rein. Ach komm, da ging der Blumentopf ja nicht. Da brauchten wir ja was anderes, da konnten wir ja nur Zeug reinkippen hier bei Flüssigkeiten. Schauen wir uns noch an Flüssigkeiten gerade da, was wir da reintun können. Hier, das sieht doch gut aus. Passt zur Farbe vom Auto dazu. Wunderbar, wunderbar. So, wenn wir ins Auto reintun, dann noch ein bisschen drauf tun.
Und dann passt es auch. So, da vorne müssen wir noch irgendwas reintun. Irgendwas Kreatives können wir ihm da noch einbauen. Was haben wir denn da noch rein? Luftfilter. Ach, wir haben echt nur den einen Luftfilter, oder was? Und dann kriegt er gar keinen Luftfilter. Dafür kriegt er noch neue Lampen. Machen wir wieder auch zwei unterschiedliche, wollte ich da eigentlich dran machen. So, einmal. So, und zweimal machen wir auch noch dran. So, und jetzt kann er sich aber nicht mehr beschweren. Jetzt kommt weg und jetzt kann er sich nicht mehr beschweren. Jetzt haben wir es doch fertig, oder? Ah, jetzt wird er noch. Ach so. Ach, man kann die Lampen damit einfärben mit dem Zeug. Jetzt kapiere ich es, okay. Ich glaube, man kann die Lampen damit einfärben. Wenn ich das richtig sehe, oder? Nee. Aber eigentlich ist das doch hier der Headlight. Achso, das ist der Headlight. Der Headlight sind natürlich die vorne und nicht die hinteren Lampen. Oder ich bin doch an der Front eigentlich, oder? Eigentlich bin ich doch an den richtigen Lampen. Warum funktioniert das dann nicht? Vielleicht muss ich die erst in die Hand nehmen und dann das da so drauf tun. Ah, es muss so drauf getan sein, okay. Verstehe. Ich muss sie in die Hand nehmen und dann da drauf tun. Gut, kriegen wir auch hin. Das Schöne ist da oben auch, dass oben zählt ist die ganze Zeit ein Counter, wie viel das hier kostet, die Reparatur. Lifter Car Left Back. Okay, wir sollen, glaube ich, auf die Rückseite. Wenn ich das so richtig sehe. Okay, aber wir haben ihn eigentlich schon eingefärbt. Egal, wir machen nochmal hier auf. So, einmal aufmachen. Ich check gerade nicht, was auf dem Müll. Lifter Car Left Back. Wir haben ihn doch umgedreht. So. Was ist der Job Car? Können wir übrigens auch machen. Der rote Knopf, der ist immer gut. Rote Knöpfe drücke ich immer besonders gerne in Spielen. Wir können ihn auch nochmal umfärben. Vielleicht sollen wir nochmal umfärben. Eigentlich haben wir ihn ja schon umgefärbt, aber vielleicht hat sich das Spiel das nicht gemerkt. Oder wir müssen hier auch nochmal die Lampen einfärben. Ne, das geht hier hinten nicht. Können zwar hier nochmal was reintun. Da können wir auch noch was in den Auspuff reinstecken oder so. Das ist bestimmt auch lustig. Haben wir noch irgendwas, was wir in den Auspuff reinstecken können? Vielleicht so eine Blume oder so. Oh, schade, ich dachte, ich kann jetzt hier schon eine Blume in den Auspuff reintun. Hätte er sich bestimmt auch gefreut, da bin ich mir sicher. Kann man überall noch draufdrücken. Sehr gut. Genau. Jetzt weiß ich aber echt nicht mehr, was er haben will. Ich glaube, wir wollen irgendwie eine andere Farbe. Will er die Farbe da ganz am Anfang machen? Lifter Car Left Back. Ja, wir haben. Ach, Left Back. Links hinten. Entschuldigung, links hinten soll ich es natürlich machen. Ich bin auch blöd manchmal. Ist ja nicht so, dass ich es nicht verstehen würde. So, wir sollen jetzt hier noch was in seinen Tank reinfüllen. Und zwar Zucker, weil dann funktioniert er nicht mehr. Und dann kommt er schnell wieder zurück. Und dann machen wir wieder Gurtgeld. Das ist der Sinn der Sache. Ah, Tailpipe. Also man kann. Oh, das ist gut. Man kann doch was in den Auspuff stecken. Nämlich eine Banane. Ich verstehe es. So, langsam verstehe ich, wie das hier funktioniert. Gut. Oh, das war noch nicht genug Zucker. Verdammt. Aber wir haben hier bestimmt noch anderes Zeug, was wir reinfüllen können. Nein. Dann müssen wir, okay, wir müssen das hier komplett mit Zucker voll machen. Also die Leute, die hier arbeiten, die sind noch schlimmer als ich von den Gedanken her. Ach, schon wieder daneben. So, jetzt könnten wir das theoretisch das Auto umdrehen, aber wir tun hier hinten noch eine Banane in den Auspuff rein. Am besten in beide Auspuffe, oder? Einmal Banane, zweimal Banane und dann würde ich sagen, runter mit dir. Now give them this new coupon I came up with when you're done messing with their car. Ja. So, den Gutschein sollen wir ihm auch wieder geben. Da. 2 für 1 gibt's hier den Gutschein. Ja, da gibt's doppelt so viele Teile für den doppelten Preis. Na, wenn das nicht mal was Gutes ist. Wo bist du überhaupt? Du warst das? Warst du das? Ne, du warst das, oder? Bitteschön, nochmal Gutschein. Und dann gibt's natürlich auch eine geschickte Rechnung. Ah, das ist immer das, was auch oben angezeigt wird. Sehr cool. 7037, na, wenn sich das nicht lohnt. Für oh, shit, der raucht schon ein bisschen. I do like discounts. You've really earned my patronage, good human. Nice job with that, Bob. You did all right, you. Now you keep at it. I'll be in the back counting the money. Sehr geil, ohne Räder ist er davon gezischt. Also den Wagen haben wir echt ziemlich geschrottet. Aber wir machen sofort weiter mit der nächsten Aufgabe. Was haben sie hier noch alles für uns an Aufgaben? Wie können wir noch mehr Autos zerstören? Oh, der sieht ja schon geschrottet aus von vornherein. Oh, das kann man sogar wegnehmen. Kann man sogar was anderes machen. Well, I just got this beauty at the local junkyard. Just needs a little love so I can drive legally. What do you say? Human transport vehicles had to be evaluated for safety regularly. Broken components like these headlights would have to be replaced before evaluation. Ich wollte jetzt den da echt drauf tun. Kann man das da nicht drauf tun so? Geht das nicht? Schade. Hier gibt es noch eine Tasse. Kann man leider auch nicht drauf tun. So, wir sollen den hier fit für den TÜV machen. Das ist unsere Aufgabe. Also die Lampen müssen auf jeden Fall raus. Und dafür sollen wir dann zu Parts gehen. Ich hätte sie eigentlich werfen sollen. Ach, die liegt eh noch da. Mal schauen, wie oft ich treffe. Das war auf jeden Fall nicht getroffen. Er sieht schon fast ein bisschen aus wie der Gaunerbot, den wir mal hatten. So, aber er braucht auf jeden Fall neue Lampen. Die können wir natürlich dann auch gleich wieder einfärben. Aber die bauen wir ihm erstmal ein und dann färben wir. Oh. Und dann färben wir sie ihm auch noch. Aber diesmal nehmen wir zwei gleichfarbige, würde ich sagen. Und dann färben wir sie ihm noch ein.
Want to take a look at that? Yeah, filters under the hood, you keep up, all right? Ja, ja, kriegst du gleich. Aber vorher müssen wir noch deine Lampen mal hier so ein bisschen grün. So richtig schön knallig grün vorne die Lampen. Das geht doch sicher gut durch. Durch den Typ, da freut sich der Typ. Sein Airfilter ist übrigens auch kaputt, deswegen müssen wir jetzt überhaupt. Deswegen sollen wir erstmal den Airfilter raushauen natürlich. Und dann sollen wir einen sauberen Filter reintun. Ich bin ja dafür, dass wir gar keinen reintun. Aber gut, wir sollen sogar mal einen sauberen Filter reintun. Na, dann machen wir das doch. So, bitteschön. Wie neu. How about my rust problem? Figure you could cover that up with a fresh coat of paint? Genau, jetzt seine Karre ist natürlich auch verrostet ohne Ende. Deswegen sollen wir jetzt hier noch ein bisschen Farbe an sein Auto drauf machen. Kein Problem, den letzten haben wir, die machen wir jetzt so knalliges Grün, so ein richtig ekliges Grün, oder? Sowas hier, sowas schaut doch gut aus. Das sind hier die Musik, die letztes Mal auch im Radio lief, wo wir das in dem, die wir auf der CD hatten, wo wir Chefkoch waren. Könnte fast gewesen sein, die ist so. Das passt soweit. Ja, dann würde ich sagen, Energie. Einmal schön einfärben. Da oben kommt die leckere grüne Soße. Boah, wie neu. Wie neu der Wagen. Wie neu. That looks good as new. Makes that old hood ornament look aesthetically displeasing. Think you can swap that out with something new and shiny? Okay. Da sollen wir. Was sollen wir da eigentlich mitmachen? Das ist mir immer noch nicht so ganz klar, was das Ding ist. So, wir sollen da irgendwelche Sachen rausnehmen aus seiner Karre und die dafür. Ach, verchromen tut's jetzt, check ich das. Das ist zum Verchromen, glaube ich, da. Und damit können wir dann irgendwelche Sachen verchromen. Wobei, ich glaube, da hinten lohnt sich das gar nicht, oder? Kann man da auch die Batterie zum Beispiel verchromen oder so? Verchromte Batterie brauche ich auf jeden Fall. Ja, wieder hochtun. Ja, aber das macht es irgendwie auch immer kleiner, wenn man es verchromt. Das irgendwie machen wir es damit eigentlich nur kaputt. Das verkleinert die Teile, glaube ich, nur. Was auch immer das für eine Hüllenmaschine ist, die wir da haben. So, wir sollen aber an die hintere Seite nochmal vom Auto. An die Reifen. Ah, ich wollte gerade noch die Reifen klauen. Wir sollen schon vorne. Okay, wir sollen doch vorne. Wir sollen vorne irgendwas draufstecken, glaube ich. Hier. Da soll, glaube ich, was drauf oder so. Rust Bucket. Ja, Rostbüchse. Nee, das kommt da nicht drauf. Nee, das müsste dann aber eher bei Decor sein, denke ich. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was wir von uns haben wollen. Oder bei Gifts. Aber die Gifts sind wahrscheinlich eher sowas, was wir den Leuten andrehen oder so. Na, komm, geh auf. So. Ach, jetzt check ich, wir können irgendwelche Sachen da reintun und dann können wir sie hier draufstecken. So ist das gedacht. Ah. Well, reboot my hard drive. It's like a whole new car. Drop it down and give me that bill so I can show it off to my buddies. So, jetzt probieren wir es. Probieren wir es nochmal. Damit kann man alles verkleinern und dann da drauf tun. Jetzt verstehe ich, okay. So, das machen wir wieder hoch. Und jetzt haben wir auch das zum Beispiel diesen kleinen Donut hier, der sieht, den können wir dann da auch drauf tun. Da hat er hier noch. Wer braucht schon Mercedes-Stern, wenn er einen Donut haben kann? Na gut, ich würde trotzdem sagen, wir nehmen jetzt mal zum allerersten Mal alle Reifen weg von dem Auto, weil wir es noch nicht gemacht haben bisher. So, weg damit. Beim letzten Auto war nämlich noch ein Reifen dran. Und wenn das keinen Erfolg gibt, alle Reifen abzubauen, dann weiß ich aber auch nicht weiter. So, Bananen. Wir können ihm auch noch irgendwas in seinem. Ups. Wir können irgendwas in seinen Tank reinfüllen, das ist auch immer eine gute Idee. Was haben wir denn noch da? Letztes Mal haben wir Zucker reingetan. Wir können diesmal vielleicht Energy Drink reintun, dann fährt er bestimmt auch besser. So, müssen wir erstmal nochmal schütteln den Energy Drink, das wissen wir ja aus dem Supermarkt, dass wir den schütteln müssen. Und dann können wir hier aufmachen und dann füllen wir das hier da rein, oder? Ich glaube, damit fährt er viel besser. Ich weiß gar nicht, wie viel da rein muss. Ich glaube, das sollte aber reichen, oder? Oh ja, da hinten kommt schon. Das sieht gesund aus, was da hinten rauskommt. Perfekt. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Na dann, vorne hat er noch einen Reifen. Der muss auch noch weg. Und dann fliegt der förmlich davon, der Wagen. Ich sag's euch. Das sieht echt gesund aus, was da hinten rauskommt. So, bei dir war es nicht ganz so teuer. Da habe ich mir jetzt nicht ganz so viel Zeit gelassen. Aber ich hoffe, du bist trotzdem sehr zufrieden mit meiner Arbeit. War ja auch ein klasse Job wieder. Na dann. Schauen, ob er gleich wegfliegt. Tschüss. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.